Ja, hallo, ich bin der Mojo und ja, ich wurde heute hier eingeladen, bei den Survival Games dabei zu sein. Aber ja, dann dachte ich mir, dann mache ich das jetzt einfach mal. Ja, und währenddessen könnt ihr meinen Leidensweg hören. Ich wurde damals geboren im Stall, aber der Stall war nicht irgendein Stall, das war der Stall neben Jesus Christus. Aber der hat Geschenke von den Heiligen Drei Königen bekommen und ich nicht. Ja, dann im Alter von 2 Jahren verschwand mein Vater. Also ich war schon älter, aber er war da 2 Jahre alt. Und da ist er verschwunden. Dann später starb meine Mutter an Krebs. Und ja, dadurch wurde ich zum Waisenkind. Aber mich wollte keiner adoptieren, also bin ich zu meinem Großvater gekommen. Also mehr oder weniger hat er mich entführt. Aber ich kann es ihm nicht übel nehmen. Er war Alkoholiker. Und ich musste ihm immer seine Zigaretten drehen. Ich war ganz schön schlecht da drin. Er hat mir oft eine reingehauen. Dann, als mein Opa aufgrund von den Zigaretten ebenfalls an Krebs verendete, konnte ich nicht mehr ertragen, hier zu leben. Ich musste weg. Jemand hat mich gefunden. Er selbst hieß der Professor. Aber das war auch nicht das Wahre, sage ich euch. Er hatte zwar ein schönes Haus, aber ich musste in der Besenkammer schlafen. Außerdem hat er jeden Tag sein Brechmittel ausgetestet. Das fand ich überhaupt nicht nett. Ich meine, Brechmittel, da muss man von brechen. Und ich meine, das ist doch eigentlich gefährlich für die Knochen und so. Dank ihm habe ich jetzt eine Krankheit. Jeden Tag breche ich mir einen Knochen. Das hört sich lustiger an, als es ist. Es tut in der Tat ganz schön weh. Aber zumindest, ja, jetzt wurde ich ja heute hier eingeladen, Survival Games mitzuspielen, in der Hoffnung, dass ich ein bisschen Ablenkung bekomme. Aber wenn ich mir diese Stadt hier so anschaue, sehe ich nichts wirklich Unvertrautes. Das Gras sieht so aus wie das Brechmittel. Das Holz sieht so aus wie das Brechmittel. Ich kenne generell alles. Hier ist sogar noch Rasen. Hier sind sogar Melonen. Ich habe bis jetzt noch keinen einzigen gesehen. Nur am Anfang, als es angefangen hat. Am Anfang fängt alles an. Ich habe auch ganz am Anfang angefangen. Da war ich aber noch viel kleiner als jetzt. Jetzt bin ich ein richtiger Schrank geworden. Und jetzt kann ich mal richtig meine Aggression auslassen, den hier verenden lassen. Aber da er noch lebt, ja, jetzt ist er verendet. Jetzt sieht er auch mal, wie das ist. Also ich persönlich bin ja sehr depressiv. Ich habe selbst schon des Öfteren Selbstmord begangen. Und Leute, es tut echt weh. Und Selbstmord zu begehen, ist auch doof, das den anderen zu erklären, weil wenn du dann dich umgebracht hast und dann weinen alle und dann warum hat er das nur getan? Und dann musst du auch noch Stellung dazu beziehen, dann sagen, das kann ich euch erklären, mein Leben ist ganz dünn am Arsch. So, aber da dachte ich mir dann auch, jetzt ist es mir egal, teste ich's mal aus. Dann habe ich mir mit der Rasierklinge meinen Arm abgeschnitten. Das hat ganz schön lange gedauert und es hat auch ganz schön weh getan. Zumal ich die falsche Seite von der Rasierklinge benutzt habe und das war die stumpfe. Danach bin ich nicht wirklich gestorben, ich habe einfach nur ziemlich lange geblutet. Aber irgendwie lag ich in einem Krankenhaus und hatte Blutkonserven gespritzt bekommen. Ich lag auch nicht an mir im Krankenhaus, weil ich eigentlich gerade irgendwie verletzt oder so gewesen wäre. Nein, ich lag im Krankenhaus, weil meine Katze in unserer Schule Amok gelaufen ist. An diesem Tag war ich da und habe viele meiner Freunde sterben sehen. Als sie dann alle tot waren, hat der Lehrer die Idee für ein tolles Barbecue gehabt. Aua. Und jetzt wurde ich gerade getötet, das kenne ich nur zu gut. Und deswegen würde ich sagen, erhaltet jetzt mal einen kleinen Einblick in mein Leben, das tragische Leben des Mojo. Und deswegen würde ich jetzt mal sagen, tschüss, wir sehen uns wann anders. Nicht an einem so traurigen Tag wie heute. Uno, dos, tres, cuatro, tortilla, ich möchte euch eine tortilla, Geschichte erzählen. Ich bin der Mojo! Das ist mein Tag,